Television Zwickau. Deine Region im Bild. Comedia Konzept. Ihr Partner für regionale Werbung wünscht gute Unterhaltung. Sommer am Teich mit Jesus auf der Melzerwiese. Schumannfest ganz im Zeichen der Romantik und Hako Keramikatelier öffnet seine Türen. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Und damit ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen Donnerstagsausgabe von Tag aktuell. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Muss man unbedingt in die Kirche gehen, um Gott zu begegnen? So richtig traditionell mit Orgelmusik und dabei mucksmäuschenstill sein und abwarten, was passiert. Dieses Vorurteil wollen derzeit die evangelischen Gemeinden und Bewegungen in Zwickau mit einer Aktionswoche am Schwanenteich widerlegen. Mit ausgelassenen Spielen am Nachmittag und rockigen Klängen am Abend. Die einwöchige Veranstaltung trägt den Titel Sommer am Teich mit Jesus auf der Melzerwiese. Für einen Nicht-Christen klingt das wahrscheinlich sehr ungewöhnlich. Ist es aber gar nicht, sagte einer der Organisatoren des Festes. Klingt logisch. Wäre Jesus ein sonderbarer Eigenbrötler gewesen, hätte er es nie zu dieser Beliebtheit und Popularität geschafft. Also auf alle Fälle brauchte er Leute um sich. Da hat sich immer Leute gesucht, ist immer unter Leuten gewesen. Hat sich Freunde gesucht und ist mit denen durchs Land gezogen. Also Einsiedler war er bestimmt nicht. Und genau das soll auf der Melzerwiese am Schwanenteich bis zum Sonntag gefeiert werden. Das Leben. Während manche Griesgrämer zum Lachen in den Keller gehen, wollen diese Menschen lieber das Leben genießen. Ja, so ist es. Also es ist insgesamt eine ganz positive Sache und das war uns auch wichtig, weil das mit Gott zu leben hat wirklich was mit Leben und mit Freude zu tun und nichts mit, also da liegt ja manchmal so ein Hauch von Beerdigung drüber und so. Ne? Und das ist uns wichtig und auf der anderen Seite geht es wirklich auch darum, auch mit Tiefgang zu überlegen und mal ein bisschen unter der Oberfläche zu graben und mal nochmal einen Blick weiter zu gucken. Und was ist mit denen, die mit Jesus nichts anfangen können? Gerade die sind bei dieser Veranstaltung sehr willkommen. Die Macher wollen mit angestaubten Vorurteilen aufräumen. Und die Gäste sollen dabei Spaß haben. Genau, also das ist ja das, was Christenleben ausmacht. Nicht, dass wir die ganze Zeit warten, bis es mal nach dem Tod schöner wird, sondern dass das Leben jetzt auch schon reich und bunt und genial ist, weil wir Jesus kennen. Und das wollen wir auch ein bisschen mitbringen hier. Das ist das Gute. Und am Abend ist dann ein Programm für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Auch da sucht man eine Kirchenorgel vergeblich. Wer soll auch einen solchen schweren Pfeifenkasten auf die Melzerwiese schleppen? Nein, da gibt's Musik von der Band Groundstuff aus Hof. Bis zum Sonntag besteht noch die Möglichkeit, diese Veranstaltung zu besuchen. Jeden Tag ab 16.16 Uhr hat der Funpark auf der Wiese geöffnet und 19.19 Uhr beginnt dann das musikalische Abendprogramm. Am Samstag 15 Uhr gastiert der Musikkomedian Daniel Kallauch mit seinem Spaßvogel Willibald im Festzelt. Diese Veranstaltung kann für 8 Euro besucht werden. Alles andere, auch die Abendveranstaltungen, sind kostenlos. Das diesjährige Schumannfest soll ganz im Zeichen der Romantik stehen. Ab Freitag feiert Zwickau den berühmten Sohn der Stadt wieder mit einer Vielzahl von Veranstaltungen. Im nächsten Filmbeitrag möchten wir Ihnen schon jetzt einige Höhepunkte vorstellen. Das Thema Romantik als großes Motto des Schumannfestes soll in voller Breite umgesetzt werden. Immerhin gilt Robert Schumann heute als bedeutendster Vertreter der Romantik.
Und wir gehen von einem Programm, das nennt sich zum Beispiel Romantisches Europa oder Romantik in Leipzig, aber bis hin zu Romantic Moods, wo der Crossover-Pianist Tobias Forster, bekannt von den Class Brothers, mehrfacher Echo-Klassik-Preisträger, ein Programm darbieten wird, wo Schumanns Fantasie zum Beispiel, großes Klavierschinken gespielt wird, aber auch Jazzmusik. Und das eben alles Open Air im Schwanenteichpark, das ist schon was ganz Besonderes. Nicht alltäglich wird auch der Auftritt der Pianistin Heike Angela Moser sein. Genau an Schumanns Geburtstag am 8. Juni spielt sie im Schumannhaus ein Konzert mit dem Titel Romantische Dreiecksbeziehung. Die Pianistin wurde 1978 in Freiburg im Breisgau geboren und ist mit Schumann sogar verwandt. Ja, eine Schumann-Urenkelin, also direkte Tradition, ist professionelle Pianistin, hat studiert in München und auch in Italien. Und aus Italien bringt sie eine ganz tolle italienische Mezzosopranistin mit der sie hier erstmals in Zwickau auftreten wird. Sie ist schon mal 2010 auch hier im Gewandhaus mit ihrer Schwester aufgetreten. Diesmal aber ein Liedprogramm, finde ich ganz spannend. Manuela Custa, ganz großer Name, ist auf der ganzen Welt auf den größten Bühnen aufgetreten und kommt jetzt auch mal nach Zwickau. Das Schumannfest ist mittlerweile eine feste Größe im Veranstaltungsplan der Stadt. Immer um den 8. Juni herum, also Schumanns Geburtstag, wird mit vielen kulturellen Angeboten gefeiert. Die Organisatoren denken mittlerweile darüber nach, das Fest etwas kürzer zu feiern und den Plan zu straffen. Wir wollen das Programm einfach straffen. Wir wollen vielleicht insgesamt nicht mal unbedingt weniger Veranstaltungen machen. Nur waren die eben früher auf 4 oder 5 Wochen ausgedehnt. Und man konnte sich über die lange Zeit natürlich als Zwickauer sehr gut mal was raussuchen oder war im Urlaub zwischendrin und sagt, dann erlebe ich hinten dran vielleicht noch das Ende sozusagen des Schumannfestes. Und jetzt gehen wir aber mal davon aus, und ich denke, dass wir da richtig liegen. Wir brauchen natürlich auch und wir wollen auch die Nicht-Zwickauer ansprechen. Und die kann man natürlich leichter irgendwo hierher nach Zwickau holen, wenn man sagt, wir haben gebündelt an vielleicht 2-mal einem Wochenende Veranstaltungen, die richtige Highlights sind, die, wie man so schön neudeutsch sagt, einen Kracher darstellen. Da fährt man vielleicht dann doch mal nach Zwickau, nicht nur zum Einkaufen, vielleicht auch nicht nur, um die schon immer bestehenden Priesterhäuser oder Kunstsammlungen anzuschauen, sondern um das Schumannfest oder eine Veranstaltung des Schumannfestes mitzunehmen. Und deshalb wollen wir das bündeln auf eine Woche mit den davorliegenden und dem beendenden Wochenende sozusagen und erhoffen uns dadurch auch mehr Besucher aus den umliegenden Regionen Sachsens, vielleicht aber auch Thüringen bis Hessen oder Bayern mit ansprechen zu können. Eine Veranstaltung, die in diesem Jahr eine Neuauflage erlebt, ist am 13. Juni das Lichterfest auf der Krokuswiese am Schwanenteich. Die volle Dosis Romantik. Es gab 1860 schon mal, also zumindest zu Clara Schumanns Zeiten, noch ein Lichterfest am Schwanenteichgelände, wo Musik und eben diese Lichter am Abend oder in der Nacht zu dem Namen dann auch geführt haben. Und das wollen wir wieder aufleben lassen, indem wir uns vorstellen, dass dort abends ein kleines Konzert stattfinden kann, das auch zwischenzeitlich dann oder davor oder danach noch, ich sag mal, leichtere Musik, also nicht unbedingt diese schwere Konzertmusik für Kinder und für Jugendliche ein ansprechendes Ambiente bietet und dass dann eben gerade die jüngere Generation vielleicht sagt, okay, wenn ich an meine Kinder mal so denke, als sie noch kleiner waren, das war schon immer interessant, irgendwo mal ein Schiffchen ins Wasser zu schieben und wenn da eben noch eine Kerze draufsteht zum Beispiel, dann kann das für die Kinder und für die Jugendlichen schon interessant sein, vielleicht sogar unabhängig davon, ob man ein Schumann-Fan ist, sondern einfach vielleicht nur deshalb und nimmt Schumann dann sozusagen einfach mit. Und in der Hoffnung, dass derjenige, der es nur mitnimmt, sagt, ach, ist aber schön, dann haben wir vielleicht noch ein zusätzliches Klientel für die nachfolgenden Jahre gewonnen. Neben den neuen Veranstaltungen wird auch wieder Altbewährtes angeboten, wie etwa die Geburtstagsgrüße an Robert. In diesem Jahr fällt der 8. Juni auf einen Sonntag. Und pünktlich 15 Uhr werden wieder hunderte Luftballons den Namen des großen Romantikers in alle Richtungen in die Welt tragen. Werbung. Zwickau lädt Sie ein zur Museumsnacht am 21.06.2014. Seien Sie dabei, wenn Zwickaus Museen ihre Pforten öffnen. Ob Kunstsammlungen, Priesterhäuser, Ratsschulbibliothek, Robert-Schumann-Haus, August-Hirsch-Museum oder Theater Blau in Zwickau.
Überall erwartet Sie ein spannendes Programm. Erleben Sie die Vielfalt des Zwickauer Kunst- und Kulturangebotes in einer Nacht. Nutzen Sie dafür den Shuttleverkehr mit historischer Straßenbahn und Omnibus. Nähere Informationen finden Sie unter www.zwickau.de/museumsnacht. Wenn Sie eine kompetente und persönliche Betreuung suchen, die weit über das Übliche hinausgeht. Wenn Sie die Sicherheit suchen, dass Ihr Rückentraining Ihre Gesundheit fördert und nicht beeinträchtigt. Wenn Sie einen Ort suchen, der Ihnen eine rundum angenehme und kultivierte Atmosphäre bietet. Dann melden Sie sich noch heute zum Rücken-College-Programm an. Sie finden uns auch in Zwickau, in der Georgenstraße 1, direkt neben dem Peter-Breuer-Gymnasium. Zuhause ist ja das, wo die Leute leben, die man gerne hat. Alt und jung zusammenleben. Wo auch immer Leben in der Bude ist. Es hält ein bisschen jung. Ja, es hält uns jung, stimmt. Wo man eine Rückzugsmöglichkeit hat. Mit der Freundin aus dem dritten Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Das gehört für uns eigentlich zur Wohnqualität, dass die Menschen miteinander auch umgehen können. Idylle, also sprich auch grün in der Gegend. Da, wo ich spielen kann. Entspannen kann. Genügend Platz hat, wo auch mal jemand übernachten kann. Bei jungen Leuten vor allen Dingen kommt mal schnell jemand vorbei. Ich fühle mich hier zu Hause. Wir fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Nicht vergessen, Museumsnacht in Zwickau am 21.06.2014. Nutzen Sie die Chance und gewinnen Sie eine Ballonfahrt für zwei Personen. Die Ziehung des Gewinners erfolgt am 21. Juni um 23.30 Uhr in den Priesterhäusern. Wissen Sie, was erfolgreiche Menschen von anderen unterscheidet? Sie nutzen die Chancen. Nutzen Sie Ihre Chancen bei Hofmann Personal. Wir bieten Arbeitsplätze in der Region. Bewerben Sie sich jetzt bei Hofmann Personal. Lutherstraße 18 in Zwickau. Hofmann Personal. Ich mag meinen Job. Martin und Schwedler. Ihr Partner für moderne Heimelektronik. Fachhändler für Löwe, Panasonic, Mobilcom Debitel und Sky. Unser Service umfasst den Verkauf und Reparaturservice für TV-Geräte, Computer- und Telefonanlagen, Wartung von PC-Netzwerken, SAT- und Kabelanlagen und natürlich einen kostenlosen Lieferservice bei Neukauf. Bei TV-Reparaturen holen wir das defekte Gerät beim Kunden ab und stellen für die Zeit der Reparatur ein Leihgerät zur Verfügung. Martin und Schwedler, Hauptstraße 98 in Steinpleis. Für die Beschäftigten der Coranum Seniorenresidenz in Zwickau konnte ein Tarifergebnis erzielt werden, welches einen spürbaren Anstieg der Gehälter bedeutet. Ab dem 1.7. werden 350 Euro je Monat mehr für einen Altenpfleger bzw. Altenpflegerin plus einer Einmalzahlung von 500 Euro gezahlt. Eine Pflegehelferin erhält 250 Euro pro Monat mehr plus einer Einmalzahlung von 350 Euro. Insgesamt streikten die Mitarbeiter 25 Tage lang für dieses beachtliche Tarifergebnis.
Ihre Vorliebe für teuren Whisky wurde einer 24-Jährigen am Mittwochnachmittag zum Verhängnis. Der Detektiv eines Einkaufsmarktes an der äußeren Schneeberger Straße hatte die Frau beobachtet, wie sie drei Flaschen im Wert von je 60 Euro in ihrer Handtasche verschwinden ließ. Bei der Sichtung von Videoaufnahmen stellte der Mitarbeiter fest, dass die Diebin bereits am Dienstag 4 sowie am Montag 3 Flaschen der gleichen Marke entwendet hatte. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung fanden die Beamten dann noch eine Vielzahl von neuer Bekleidung und Taschen im Wert von fast 3.000 Euro. Die älteste Bürgerin von Crimmitschau kann morgen ihren 107. Geburtstag feiern. Gertrud Merkel lebt in einer Anlage für betreutes Wohnen und erfreut sich bester Gesundheit. Zu ihrem 106. Ehrentag im vergangenen Jahr konnten wir uns persönlich davon überzeugen. Zu den Gästen, die morgen Vormittag zum Gratulieren in die Pestalozzi-Straße kommen, gehört auch diesmal Oberbürgermeister Holm Günther. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Vieles, was unmittelbar nach der Wende regen Zuspruch verzeichnen konnte, ist heute teilweise nicht mehr aktuell. Dies gilt zum Beispiel auch für viele Buchläden. Leider suchen viele Menschen nicht mehr den direkten Kontakt zum Händler, sondern bestellen ihre Bücher einfach im Internet. So ist es auch Heike Kotzok ergangen. Viele kennen sie sicher noch aus der Gutenberg-Buchhandlung und erinnern sich auch gerne noch an zahlreiche Lesungen, die sie in ihrem Haus veranstaltet hat. Stets war sie bei den Zwickauer Literaturtagen präsent. Schon immer hatte Heike Kotzok neben dem Buchhandel auch einen Faible für Keramik. Seit kurzem hat sie ihr Hobby zum Beruf gemacht. Ja, da wir ja die Buchhandlung geschlossen haben und das Leben ja weitergehen muss, muss man sich was Neues einfallen lassen. Und wir haben jetzt eine Aktion weitergemacht, was wir schon in der Buchhandlung hatten. Ein Hobby, das ja, mein Mann und ich haben. Wir lieben Keramik, vom Sammeln zum Selbermachen. So, dass wir gesagt haben, wir erfüllen uns einen Traum und machen ein Keramikatelier auf. Haben uns Haku-Keramik genannt, um eigene Sachen zu machen. Und was wir eben schon angefangen haben vor Jahren, wir bieten Kurse an. Wir haben verschiedene Kurse. Alles in Aufbaukeramik. Man kann bei uns also ganz viel machen mit Schalen, mit freien Arbeiten. Das Einzige, was wir nicht können, ist drehen. Wenn die Leute sich für diese Kurse interessieren, wie können sie sich an Sie wenden? Wo müssen Sie hinkommen? Wir haben das Atelier auf dem Parkdeck vom Kaufland neben dem Küchenstudio. Da kann man wunderbar davor parken. Wir sind erreichbar, wir sind telefonisch erreichbar, wir sind über E-Mail erreichbar, man kann sich anmelden. Wir sind montags ab 16 Uhr immer da und Mittwoch ab 16 Uhr. Donnerstag, der Kurs, sage ich gleich, ist voll, da kriegen wir nichts mehr rein. Aber auch zum Wochenende oder andere Zeiten. Wir machen also auch Kindergeburtstage. Wir haben schon Weihnachtsfeiern und Betriebsfeiern hier gemacht, wo man also auch ein bisschen essen, trinken, schwatzen kann und dann seine kreativen Ideen versucht, mit den Händen und mit Ton umzusetzen. Wenn wir Ihr Interesse am Keramikstudio Hako geweckt haben, dann hat Heike Kotzok noch einen Tipp für Sie. Das ist das Pfingstwochenende, da ist ja immer offene Ateliers in Sachsen. Und da haben wir uns entschieden, dass wir dieses Jahr mitmachen wollen, dass wir uns präsentieren wollen mit unseren eigenen Arbeiten. Es ist für das leibliche Wohl gesorgt und wir sind am Pfingstsonntag von 10 bis 18 Uhr da, sodass jeder, der Lust hat, reingeschneit kommen kann und sich das angucken, was wir machen. Schauen Sie doch mal vorbei am kommenden Wochenende. Sie finden das Atelier der netten Zwickauerin auf dem Parkdeck im Gewerbegebiet Schubertstraße. Mehr Informationen und Anmeldungen zu Kursen können Sie unter den eingeblendeten Kontakten tätigen. Am Pfingstwochenende lädt das Stadt- und Dampfmaschinenmuseum Werdau zum großen Gartenbahntreffen ein. Jeweils von 10 bis 18 Uhr haben die Besucher die Möglichkeit, eine romantische Miniaturlandschaft mit der Burg Schönfels als maßstabsgetreues Modell sowie Modellbahnen in drei verschiedenen Spurweiten, Dampfspeicherlokomotiven und Dampfhammer sowie eine funktionsfähige 600 PS Dampfmaschine zu erleben. Darüber hinaus locken am Samstag und Sonntag die beiden Sonderausstellungen im Museum, zum Beispiel im Museum ist Jahrmarkt und Feuerwehrhelme aus aller Welt.
Vom 6. bis zum 11. Juni ist der Kammerchor A Cappella aus Zorneding bei München auf Konzertreise in Sachsen unterwegs. Am Samstag gastiert das Ensemble in der St. Georgenkirche in Glauchau. Das musikalische Programm der Reise steht unter dem Motto »Singet dem Herrn ein neues Lied«. Ab 19 Uhr gibt es einen Querschnitt aus abendländischer A Cappella Kirchenmusik. Gregorianik und Renaissance sind genauso vertreten wie Klassik und Romantik, aber auch Spirituals gehören dazu. Werbung. Tanz aus der Reihe. Der Citroën DS3. Ultra personalisierbar. Technologie. Null Anzahlung, 100% fahren. Entdecken Sie die DS-Linie zu attraktiven Monatsraten. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau-Oberplanitz. Haben Schmerzen? Wir haben die Lösung. Shoe Manufacture in Zwickau. Ob im Alltag, für Sport oder im Beruf. Bei uns steht die Versorgung von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom sowie die Behandlung von Sport- und Schmerzpatienten an erster Stelle. Umfangreiche Untersuchungen und modernste Abdruck- und Analysetechniken helfen, die Ursache zu finden und so Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen auszuschalten. Dabei helfen unsere maßgefertigten orthopädischen Schuhe und Einlagen sowie Flipflops mit modernster CNC-Technik gefertigt. Selbstverständlich kommen wir auch zu Ihnen nach Hause. Nach Terminvereinbarung erhalten Sie auch eine unverbindliche und kostenlose Beratung vom Meister persönlich. Shoe Manufacture, der Profi in Sachen Orthopädie-Schuhtechnik in Zwickau. Grimmitschauer Straße 30, direkt gegenüber dem Hauptfriedhof. Für den Moment des Tages. Dayspa in Balance, Ayurveda, Massagen und alles, was Geist und Körper gut tut. Für den Moment des Tages. Dayspa Zwickau. Kosmetik, Styling und alles, was sie schön und strahlend macht. Für den Autsch. Moment des Tages. Dayspa in Balance. Waxing und Permanent Make-up für ein schönes Körpergefühl. Dayspa Zwickau. Für die schönsten Momente des Tages. Zum Relaxen, Entspannen und Schönfühlen. Nähe Schwanenteich im Penthouse der Commerzbank. Zufahrt über Lothar-Streitstraße. Nutzen Sie auch unsere Gutscheinhotline und unseren Gutscheinexpress. Uta Rödermoden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Rödermoden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Trainieren Sie schon mal Ihre Lachmuskeln. Am 9. Juni kommt Michel Müller in die neue Welt nach Zwickau. In seinem Programm Das wollt ich noch sagen, geht er auf eine Reise zu den Absurditäten des Lebens. Aber haut's die Naus, Beckenring gebrochen, wo viele sagen, was trägt's nach so'n Schmuck? Sichern Sie sich jetzt Tickets und erleben Sie die fränkische Lachgarantie live. Am 9. Juni, 20 Uhr in der neuen Welt in Zwickau.
Das Hotel Pension Flexig in Hartmannsdorf bei Kirchberg und der Gasthof Gegengrün mit seinem einmaligen Saal laden Sie recht herzlich zum Verweilen ein. Mit öffentlichen Spa-Wellnessmassagen, Schwimmhalle und Saunabereich, mit Essen vom Feinsten, bleiben keine Wünsche offen. Die Restaurants in beiden Häusern, die täglich ab 11 Uhr für Sie geöffnet haben, verfügen über herrlich angelegte Biergärten mit Kinderspielplätzen und ausreichend Parkmöglichkeiten auch für Busse. Zu geschlossenen Veranstaltungen aller Art sowie festliche Hochzeiten sind Sie bei Flexig immer richtig. In verschiedenen liebevoll eingerichteten Gasträumen in beiden Häusern werden bis zu 130 Gäste mit den Köstlichkeiten der Region verwöhnt. Besonderheiten sind Fahrten mit den hauseigenen Oldtimern oder das Gegengrüner Heimateck mit seinen lebensgroßen beweglichen Figuren der erzgebirgisch-vogtländischen Tradition mit einer Hausbäckerei, wie es sie weit und breit nicht noch einmal gibt. Den Rahmen für bleibende Erinnerungen im Hotel ist die Übernachtung mit Frühstück für die ganze Familie, ihren Verwandten und Freunden. Flexig bietet alles. Telekolumbus präsentiert die superschnelle Doppelflat. Machen Sie jetzt den Sprung zu Internet mit bis zu 128 Megabit und zu unserer supergünstigen Telefonflatrate. Wechseln Sie jetzt zur Zweierkombi. Die Internet- und Telefonflat schon ab 19,99 € im Monat. Bestellen Sie jetzt unter www.telekolumbus.de oder in Ihrem Telekolumbus-Shop. Telekolumbus. Der Kader der Eispiraten Grimmitschau für die neue Saison wächst weiter an. Mit dem 24-jährigen Stürmer Dominic Walsh konnten sich die Verantwortlichen auf eine Vertragsverlängerung einigen. Zudem wird Matthias Forster, mit dem man nach der Saison intensive Gespräche über seine Leistung und die in ihn gesetzten Erwartungen geführt hat, weiter im Trikot der Westsachsen auflaufen. Am Wochenende ist es wieder soweit. Traditionell zu Pfingsten sucht der Kreisverband Fußball seine Pokalsieger. Diesmal findet dieser Saisonhöhepunkt im Sportforum Crossen statt. Am Samstag ab 10.30 Uhr stehen zunächst die Endspiele der EF- und C-Junioren an. Am Sonntag ermitteln die Nachwuchsfußballer in der Altersklasse D, B und A ihren Pokalsieger. Höhepunkt ist am Pfingstmontag das Kreisfinale um den Glückauf-Pokal bei den Herren. Um 14 Uhr stehen sich Gastgeber TSV Crossen und der SV Mösen St. Niklas gegenüber. Am Freitag ist es nach örtlichem Frühnebel heiter und durchweg trocken. Bei einem schwachen Südwestwind erreichen die Temperaturen Werte zwischen 8 und 23 Grad. Und die Aussichten, das Pfingstwochenende wird sonnig und hochsommerlich warm. Am Montag schafft es das Thermometer bis auf rekordverdächtige 33 Grad. Dadurch steigt allerdings die Waldbrandgefahr deutlich an. Und einen Blick auf die Pollenflugvorhersage für die Region. Es gibt eine starke Belastung durch die Pollen der Gräser und mäßig in der Luft vertreten sind die Pollen von Ampfer und Wegerich. Tja, meine Damen und Herren, und das war's auch schon wieder für heute. Morgen um 19 Uhr sehen wir uns das letzte Mal in dieser Woche und dann wartet auch schon das Pfingstfest auf uns. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Bis morgen 19 Uhr. Tschüss. Werbung. Thank you.
Television Zwickau.